Und das war jetzt alles über Twitter. Hast du noch nie geguckt, ne? Doch. Ich guck deine Videos nämlich auch. Hallo zusammen, willkommen zu einem kleinen FHQ und zwar mit der Nela. Hallo. Alles in der Videobeschreibung. Ihr konntet mir oder uns über Twitter mit dem Hashtag DebiNela Fragen stellen. Oh. Und die lesen wir jetzt einfach mal vor. Wünscht ihr euch manchmal ein normales Leben oder würdet ihr was in eurem jetzigen Leben verändern? Oh. Eine tiefgründige Frage. Aber wirklich mal gleich die harten Fragen am Anfang. Genau. Eigentlich bin ich ganz zufrieden so, wie es ist. Also ich würde jetzt nichts ändern wollen. Also ich habe ja letztes Jahr viel geändert. Und ja. Das war richtig gut. Und darum, Das Ändern war richtig gut. Und ich muss sagen, das, wie es jetzt ist, ist besser. Ist besser und eigentlich, ich würde schon fast sagen, perfekt. Wobei, man darf ja immer nicht zu... man muss ja auch ein paar Ziele haben. Ne? Absolut, ja. Nein, ich finde es sehr schön, wie es ist. Also viel ändern möchte ich auch nicht. Nee. Gut überlegt, aber eigentlich gibt es da so nichts. Ist alles toll. Seid ihr bei der Gamescom? Also ich bin bei der Gamescom, wahrscheinlich schon. Also im August. Ach so. Oh. Irgendwann ja. Im August. Ich glaube, das Datum gibt es auch schon. Ja, ich weiß es noch nicht, aber falls, also ich würde wahrscheinlich schon gerne. So, müssen wir mal gucken. Nur ich weiß noch nicht, ob alle Tage oder ob nur ein oder zwei. Mal gucken. Ich bestimmt nur einen. Wie und seit wann kennt ihr euch? Oh! Das ist schon lange her. 1900. Damals, als wir im Kindergarten nicht miteinander gespielt haben. Na, eigentlich warst du durch Let's Play Poker, ne? Ja. Let's Play. Ja, stimmt. Bei Last Man Standing warst du ja nicht dabei beim ersten, ne? Nee, beim zweiten Mal. Ah ja, nee, dann Let's Play Poker. Stimmt, wir haben uns auf dem Gang irgendwie dann... Genau, erste Mal gesehen. Das erste Mal gesehen. Erste Mal auf dem Gang gesehen. Ja. Was sind eure Lieblingsfilme? Inception. Oh. Inception? Inception sage ich immer. Inception ist, hast du schon gesehen, ja, ne? Ja. Hast du nicht gut? Doch. Aber ich hatte irgendwie andere Sachen erwartet. Als Inception? Ja, genau. Also das Horn finde ich sehr gut, das Inception-Horn. Ja. Aber ja, ich will ja nicht so viel spoilern, obwohl der Film ist ja schon uralt, ne? Ja, ich glaube, den hat inzwischen jeder gesehen. Ja, oder? Genau. Also ich finde, dass es sich nachher nur noch um einen handelt, wo innen drin und dann weiter rein und noch weiter rein muss. Mhm. Das fand ich irgendwie so ein bisschen wir. Obwohl, Dani kennt den noch nicht, ne? Du musst den gucken, Dani, der ist Guck echt den gut. Dani. Los. Der ist wirklich gut. Der ist vielleicht gut. Und vor allem, den kann man echt, also wir haben den bestimmt schon viermal gesehen. Echt? Der geht doch voll lange. Ja, aber wir haben ihn nicht viermal hintereinander gesehen, sondern immer wieder mal geguckt, weil wir haben so das Gefühl, man entdeckt jedes Mal was Neues ja, in diesem stimmt. Film. Ja, stimmt. Da sollte ich den nochmal gucken. Ja, hast du ihn erst einmal gesehen? Ja. Wir gucken nachher Inception, so geht's ja gar nicht hier. Ich komme nicht nach Hause. Ich finde iRobot cool. Oh, der ist auch schön. Mit Will Smith. Die mag ich auch. Weil es immer dieses Typische ist. Man hat einen Computer, der die Weltherrschaft übernimmt oder übernehmen möchte. Und den fand ich gut gemacht. Ich finde die Filme mit Will Smith gut, weil der einfach gut gebaut ist und es ist immer der Oberkörper einmal nackt zu sehen. Mindestens einmal. Ich glaube, es ist ein sehr guter Film. Okay. Was haltet ihr von der Entwicklung von YouTube? Oh. Welches Buch habt ihr zuletzt gelesen? Game of Thrones. Ich bin immer noch dabei. Gibt's ein Buch? Ah ja, genau, das wurde verfilmt, ne? Genau, das sind ja ganz viele Bücher. Da ist es kein Ende in Sicht. Aber es sind gut. Also wenn ich ein Buch sehe und das interessant erscheint, dann frage ich mich eigentlich immer, gibt's das auch als Film? Weil ich bin nicht so der Lesetyp. Echt? Nee. Ich glaube, ich habe ein Buch mal gelesen, aber auch nicht ganz. Ja. Ja. Was machst du abends im Bett, so zum Einschlafen? Ein Tablet. Also gibt es doch als Film, ist das perfekte Buch. Hattet ihr als Kind früher eine Zahnspange? Ich hatte eine Zahnspange oben und ich habe jetzt auch eine Zahnspange. Ah ja, gar nicht gesehen. Jetzt weiß ich. Ich habe eine Zahnspange, die Invisalign-Zahnspange. Also ich hatte mal eine. Ich darf nicht so nah dran, wird unscharf. Ja, dann bist du unscharf. Also ich hatte, glaube ich, ein paar Jahre eine feste und hatte perfekte Zähne. Oh. Und dann haben die gesagt, die Weisheitszähne müssen raus bis zum 16. Oh. Und dann dachte ich, oh, habt ja noch Zeit. Und dann haben die quasi die anderen Zähne wieder nach vorne gedrückt und alles wieder krumm und schief. Ja, und seitdem... Also ich hatte mal eine, aber... Zielführend war sie dann im Endeffekt nicht. Hat leider dann doch nichts gebracht. Genau. Was ist euer Musikgeschmack und was euer momentanes Lieblingslied? Werden in Zukunft öfter Videos wie Tabu kommen? Ja, Peter, werden noch öfters
Video-Wie-Tabu kommen. Also Tabu machen wir jetzt auch gleich. Ja, genau. Wir noch mal eine Runde. Und ich finde, das ist so unser All-Time-Favorite-Spiel. Wir spielen das so lange, bis Christian und ich auch mal gewinnen. Oh mein Gott, immer. Loser-Truppe hier. In 15 Jahren. Naja, wer weiß, wir werden den Mund nicht zu voll nehmen. Also klar, wir spielen immer Tabu. Und das seht ihr auf Dani Koch zum Beispiel oder Dannys Works-Kanal und auf Nelas Kanal. Ja. Und ansonsten müssen wir gucken, was wir spielen können. Ja. Flaschen drehen. Ja. Was esst ihr am liebsten? Ich esse am liebsten so thailändisches Essen. Oder Sushi esse ich auch total gerne. Oder mal so einen richtig fetten Burger. Burger ist gut, Pizza ist gut. Ja, Burger, Pizza, ja. Pizzabrötchen. Belegte Pizzabrötchen, gefüllte Pizzabrötchen. Pizza. Sowas halt. Was ist eure Lieblingsfernsehsendung? Lieblingsfernsehsendung? Seit ich YouTube mache, gucke ich kaum auf Fernsehen. Ich auch echt nicht. Schlimm. Also ich lasse mal den Fernseher mal laufen, dann, wenn Simpsons läuft oder ansonsten gucke ich halt so Serien, Walking Dead, aber die guckt man dann mehr so auf DVD oder Blu-ray. Ja, also bei mir auch. Ich gucke die entweder Watch Ever oder hier Amazon Prime, gucke ich auch so die ganzen Filme auch. Jetzt habe ich wieder mit Sex and the City angefangen, ist wahrscheinlich nicht so dein Thema. Nee. Aber Sex and the City ist eine tolle Serie. Dann musst du aber auch als Mann mal gucken. Du, Christian hat auch immer gesagt, nee, das guckt er nicht. So, und dann hat er einmal damit angefangen und du glaubst, er hat es alleine weitergeguckt. Wohl! Er hat es alleine. Und ich habe immer gesagt, du musst doch warten, bis ich auch wieder. Da war es aber noch in Saudi-Arabien. Und ich habe gesagt, du musst warten, bis ich wieder da bin, damit wir zusammen gucken können. Und dann hat er die alleine geguckt. So, na, so sieht's aus. Peter, muss ich mir eine Folge zeigen? Wahrscheinlich guckt er dann abends heimlich unter der Bettdecke. Du guckst doch auch immer gespannt hin, wenn das abends auf Six läuft und ich das zum Einschlafen gucke manchmal im Bett. Ja, was soll ich da sonst machen? Ja. Ich finde, da können selbst Männer noch was lernen bei dieser Serie. Da ist viel Wahres dran. Echt? Drin. Ja. Da lachen die Frauen, okay. Kann Debitor nicht mal wieder Nela etwas aus der Spielwelt zeigen oder beibringen? War doch immer ganz lustig, bei Nela zockt. Oh. Stimmt, müsste man sich eigentlich mal was überlegen. Ne? Ja, mal so ein richtig cooles Spiel. Was man so zusammenspielen kann. Vielleicht habt ihr auch Ideen, schreibt es einfach mal rein. Alles klar, dann würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die in die Kommentare rein. Einfach mal so. Vielleicht mache ich mal so ein Kommentiere-Kommentare-Video. Kommentiert-Kommentare-Ding. Die Kommentare kommentieren läuft immer. Ist immer gut. Kennst du TGIF? Mache ich da auch. Das ist mein eigenes Format. Könnt ihr auch mal gucken. Genau. Sorry für die Werbung. Kannst rausschneiden. Nein, den lasst ihr in der Videobeschreibung. Kein Problem. Genau, guck mal auf ihrem Kanal. Die hat super gute Formate. Da tauche ich auch manchmal auf. Wie zum Beispiel Tabu. Ja. Oder TGIF. Ja. Oh. Und das war jetzt alles über Twitter. Hast du noch nie geguckt, ne? Doch. Dani guckt immer. Nein, ich sag mal so, ich habe noch keins zu Ende geguckt, aber ich habe mal reingeguckt. Ja, gut. Ich guck deine Videos nämlich auch nicht. Mach doch. So eine Scheiße. Na gut, die fragen wir uns über Twitter und dann machen wir es mal über YouTube. Deswegen guckt bei ihrem Kanal vorbei, auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Da, tschüss. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein.